Actually, when we thought about the idea of the Freedom Marathon in Berlin, our big inspiration really came from Nelson Mandela, probably the most known freedom fighter in the world. And Nelson Mandela, one of his favorite quotes was that sport can really change the world. Sports unites people, it makes no difference, it can integrate people from all different races, backgrounds. And that's where we decided to call this marathon, the Freedom Marathon of Berlin. Auf der einen Seite bin ich UNO-Botschafterin, also für die UNO-Flüchtlingshilfe. Das ist mir total wichtig, seit ich in diesem Jahr selbst in Jordanien war und die Situation der Flüchtlinge dort vor Ort gesehen habe, die nicht schön ist, einfach die wirklich hoffnungslos ist. Und auf der anderen Seite eben, ich finde das Konzept total super. Das Geld des Laufs geht ja an die, also ein Teil des Geldes geht an die UNO-Flüchtlingshilfe. Und auf der anderen Seite sollen Flüchtlinge ja auch integriert werden. Also es soll ja irgendwie Lauftreffs geben und am Abend vor dem Marathon gibt es ein großes Pasta-Essen. Also ich mag das, dass es auf der einen Seite geht es um Charity, um Geld und auf der anderen Seite geht es um die Menschen. Und das ist auch immer so, was ich denke, was der gute Weg ist. Ich freue mich, dass wir jetzt die zweite Stadt in der Welt sind, in der zwei Marathons stattfinden, nach Warschau jetzt auch in Berlin. Und ich glaube, das tut der Sportmetropole Berlin sehr, sehr gut und darüber freue ich mich.